Hallo YouTube und herzlich willkommen zum neuen Part von Subnautica. So, im letzten Part waren wir unten im Lava-Biom, haben das Gate schon mal geöffnet, haben uns hier irgendwo einen Cutefish geholt. Der müsste eigentlich hier irgendwo... Irgendwo müsste der Cutefish sein. Keine Ahnung. Vielleicht wurde er gefressen, ich hoffe nicht. Ernsthaft, wo ist mein Cutefish hin? Der wird doch nicht abgehauen sein. Ich habe dem Leckerlis gegeben, der wird doch nicht abgehauen sein. Das wäre jetzt echt schade, wenn der weg wäre. Den fand ich nämlich echt putzig. Aber ich sehe ihn tatsächlich nicht. Der war eigentlich hier. Dem konnte ich ja sagen, nicht mehr folgen. Cutie. Put, put, put. Ja, ich sehe ihn auf jeden Fall. Da ist er, da ist er, da ist er. Du bist schon noch da. Ich würde dich gern mitnehmen wieder. Naja, auf jeden Fall ist er noch da. So. Und ich habe ein bisschen was erledigt. Haben uns ein paar Schlüssel gemacht. Hab das Sprungdüsenmodul und den Wärmereaktor gecraftet. Ja, jetzt holen wir uns schnell die Motte. Gehen zu, über die Kanone ins Lava-Biom und dann runter zum, Sea Emperor, machen das Gegengift und dann hoffentlich heilen wir uns. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Ende ist. Das sind jetzt so die großen Pläne. Wird sicher nicht alles heute gleichzeitig passieren, aber ja, einen guten Teil davon will ich heute erledigen. Ich will zumindest runter in die Forschungseinrichtung kommen. Das wäre mir tatsächlich ein Anliegen. Und das müsste eigentlich drin sein. Also da bin ich tatsächlich guter Dinge, dass wir zumindest das heute hinkriegen, in die Forschungseinrichtung. Uns da nochmal umgucken, weil angeblich haben sie da auch ein bisschen redesigned. Mal gucken. Und ja, sobald das erledigt ist, machen wir uns das Gegenmittel und die Welt ist dann wieder schön. Dann gucken wir, ob wir die Sunbeam retten können. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung, ob die rettbar ist. Ich hätte ja noch ein bisschen tiefer unten geparkt, genau. Ich vergaß. Oh, fiese Clipping-Fehler wieder. Ich hoffe, das wird im nächsten Update gepatcht. Oder es liegt daran, dass ich einfach keinen neuen Game Save angefangen habe. Das hatte ich früher nämlich auch. Das könnte durchaus daran liegen. Gut. Gehen wir hoch. Ab zur Kanone. Jetzt natürlich an der komplett falschen Seite. Das ist schon klar. Floater Island. Genau, wir müssen da lang. Eigentlich an daheim vorbei und dann weiter. Wir können tatsächlich aber daheim noch schnell einen Abstecher machen, weil ich keine Medikits dabei habe. Da wäre eins oder zwei vielleicht echt nicht verkehrt. Ja, das machen wir noch schnell. Ich habe mir zwischenzeitlich nochmal eins reingeklatscht. Ich hoffe, es ist wieder eins fertig. Weil ich wurde noch ein bisschen angeknuspert. Offscreen. Aber sollte aber schon wieder eins fertig sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben wir aber auch noch welche in der Base. Das könnte durchaus sein. Das halte ich jetzt für nicht ausgeschlossen, dass ich da irgendwo welche geplündert habe. Aber wir werden es gleich sehen. Naja, weit ist ja Gott sei Dank nicht mehr. Und dann, wie gesagt, ab zur Kanone und durchs Portal durch. So.
Und ist wieder eins fertig. Jawolski. Eins ist wieder fertig. Dann gucke ich mal ganz kurz auch noch in die... Wisst ihr was? Jetzt mal versuchen, meinen Cutefish nicht zu überfahren. Mal ganz kurz hier die Apis aufladen. Das ist sicher nicht verkehrt. Mal so leer sind sie ja nicht, aber nichtsdestotrotz kann man durchaus mal machen. So, da ist nichts drin. Fieser Leck. Da ist tatsächlich auch nichts drin. Und da ist tatsächlich auch nichts drin. Geil, keine Medikits mehr. Moment. Die Mod ist da drin. Naja, was soll's. Eins muss reichen. Eins muss reichen. Naja, ein Vorteil hat dieser Grafik-Bug. Ich sehe unter Wasser direkt, wo die Aurora ist. Auch wenn es nicht schön ist, aber man muss wirklich an allem irgendwas Positives finden, weil sonst ist die Welt echt ein trister und trauriger Ort. Na gut, die Insel sehe ich aus der Perspektive schon mal. Jetzt hoffe ich, dass mich auf dem Weg nach unten der Reaper nicht verknuspert, weil, ja, wir wissen ja alle, dass da einer ist. Aber der kann mir die Falten aus dem Sack lutschen. Gut. Da ist die Kanone. Und dann... Geil. Einen Warper habe ich schon gehört. So macht Spaß. Ich werde direkt gejagt. Also wirklich so. Man macht einen Schritt aus der Basis und irgendjemand will dir ans Leder. Irgendjemand will ein Stückchen von dir. Und ja, wirklich ein Stückchen von dir. Okay, soweit so gut. Bin ich froh, dass dieses Kackportal an ist. Ich hasse den Weg ins Lava-Biom. Abgrundtief. Ich meine, früher ging's. Mit dem Weg unter der Aurora. Das konnte man machen. Aber jetzt über den Lost River. Ich meine, ist schöner der Weg. Definitiv. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist auf jeden Fall schöner, aber ist auch sacknervig. So. Okay. Gut. Prawn, ich komme. Haben wir auch direkt zwei neue Energiezellen wieder mitgenommen. Weil wir haben ja das letzte Mal getauscht. Der hat die neuen gekriegt und ich habe die alten, ausgezuzelten mitgenommen. Und jetzt haben wir wieder Reserve dabei. Aber wie gesagt, eigentlich hätte ich es mir sparen können, weil ich habe auch ein Wärmekraftwerk dabei. Aber das Wärmekraftwerk stecke ich jetzt auch nicht instant rein. No. Stellen wir es mal ein. Und der kriegt erstmal das hier. Die kann ich mir behalten. Den nehme ich raus. Ah, ich hätte auch noch Essen hier drin gehabt. Okay, okay. Da ist auch noch ein Medkit drin. Alles klar. Sind die doch auf der anderen Seite. Ja, Erweiterungen. Gut. Wichtigste Erweiterung für den Prawn. Dann holen wir uns mal die Markierung für das Forschungslabor. Was denn du da? So, für die, die es noch nicht lesen konnten. Viel Spaß damit. Und wir holen uns die Infos, die wir brauchen. Okay, die waren nicht hier oben. Die waren unten. Ich vergaß. Ey. Die haben scheinbar... Ja. Das haben die endlich gefixt, dass man, wenn man einen kleinen Sprung macht, dass man nicht sich direkt das Genick bricht.
gefällt mir. So, Tafel rein. Ich hätte natürlich hier auch einfach einen Sprengsatz reinsetzen können und die Energie einfach ausschalten können. Aber auf die grandiose Idee ist er nicht gekommen. Weil dann wäre die Kanone auch aus gewesen. So, Wärmekraftwerk. Fossiliendaten. Ja. Gut. Haben wir das? Irgendwas zu scannen? Nope. Dann gehen wir mal hoch zu der orangen Konsole. Wenn man die schaut anders aus als die anderen, daher muss sie wichtig sein. Ich dachte aber tatsächlich... Ich dachte tatsächlich, ich hätte hier den Weg zur Forschungseinrichtung klar gemacht. Wärmekraftwerk. Energiepulsquelle. Klar, das ist die Kanone. Ah, die Forschung. Habe ich die nicht hier? Ja, ganz offensichtlich nicht. Aber ich hätte schwören können. Ich dachte, dass wir hier. Ah, gut, so kann man sich hier. Aber ernsthaft, wo habe ich die denn gekriegt damals? Jetzt schauen wir nochmal. Ernsthaft, die hätte ich hier irgendwo gekriegt. Da gab es den Schlüssel. Ja, aber sonst gibt es hier nichts. Nee? Sonst gibt es hier nichts. Die Frage ist, kann ich mir jetzt wirklich auf den Weg machen, ohne die Koordinaten für das Kackding? Hier drin war ja auch keine Kontrolle. Wo habe ich das denn gekriegt? Wo habe ich das denn übersehen? Das kann ja fast eigentlich nur eine Kanone gewesen sein. Mal kurz nur mal in die Kanone reinschauen, kommt. So viel Zeit muss sein. Weil in der Forschungseinrichtung, da behaupte ich, habe ich alle Daten-Terminals abgeerntet. Habe ich da eins übersehen? Wirklich eins übersehen, kann das sein? Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Also oben waren wir. Da bleibt ja eigentlich nur noch der Aufzug über. Jetzt bin ich gespannt. Düpp, 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 düpp. Und beam me up, Scotty. Das haben sie echt geil gemacht. Gefällt mir immer noch. Ah, jetzt zwar schon 1 Million Mal gesehen, aber gefällt mir immer noch. Ganz offensichtlich gehe ich hier den falschen Weg. Ganz offensichtlich wollten nämlich die Entwickler, dass man den Eingang nimmt und nicht unter Wasser reinschwimmt. Oder übers Portal reinkommt. Den nehme ich jetzt nicht mit, der ist mir Latte. Ganz offensichtlich, weil... Further data required.
Irgendwie mache ich hier gerade ganz komische Bewegungen. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass ich es in der Forschungseinrichtung unten übersehen habe. Unknown language. Attempting translation. Integrating new PDA data. Eigentlich kann ich es nur dort vergessen haben. Da will ich jetzt aber nicht nochmal hin, aber der Wegpunkt wird tatsächlich eine feine Sache, den zu haben. So. Jetzt ist das Ding hier auf jeden Fall auch offen. So. Perfekt. Das muss ich dann dort übersehen, aber wo habe ich das dort übersehen? Ich dachte echt, ich hätte alle Datenterminals gelesen. Ha. Ja, offensichtlich nicht, aber ich habe gerade keine Idee, wo ich das übersehen haben könnte. Mal gucken, ob es einen Kommandokonsolenbefehl gibt, um die Nachricht freizuschalten. Den gibt es sicher. Das Ding habe ich irgendwo übersehen. Ich weiß noch nicht, wo ich es übersehen habe. Die Hauptforschungseinrichtung. Doch, darüber hatten wir was gelesen. Und ich dachte, da hätte ich auch einen Wegpunkt gekriegt. Moment. Bla 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 bla. Fremde Daten. Müsste schon hier irgendwo sein. Fremde Daten. Das sind von den Rettungskapseln. Das ist Degasi. Bla bla bla. Fremdes Wärmekraftwerk. Da! Ja, das ist das im Lost River, behaupte ich. Ich habe dort ganz offensichtlich den Weg, den Datendownload übersehen. Supi. Supi, supi, supi. Wie gesagt, gucke ich jetzt, ob ich einen Cheat dafür finde, weil ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Ich habe da gerade echt keinen Bock. Ich habe das Ding ja schon, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal schon aufgesammelt. Ich habe da jetzt echt keine Lust, das nochmal zu machen. Da schauen wir gleich mal nach. Ah, jetzt sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet. Jetzt können wir uns auf jeden Fall da auf den Weg runter machen. So. Also eine Sekunde. Also ich habe jetzt tatsächlich keinen Befehl gefunden, um die Sprachnachricht zu aktivieren. Macht jetzt aber nichts. Ist mir jetzt echt egal, wir werden den Eingang schon finden, oder? Hoffe ich. Bevor wir losstiefeln, machen wir dann hier aber einen kurzen Game-Save. So. Scheiß Warper. Die werden mir doch jetzt gleich wieder auf den Sack gehen, oder? Mit Sicherheit. Detect an alien materials and a massive local energy mass in the 1000 megawatt range. Ja, da kommen wir gerade her, mein Freund. Oder meine Freundin. Drecksvieh. So, irgendwo hier war doch der Aufgang direkt. Der war damals komplett offensichtlich. Ich glaube hier. Ja.
So, schauen wir mal, ob mir der Sea Dragon anknuspert. Ich hoffe mal nicht. Und dann gucken wir mal, wo wir runterkommen. So, so weit, so gut. Wir brauchen nur irgendwo eine tiefe Schlucht, wo wir reinkommen. Das kann nicht so schwer sein. Okay, wir haben schon gut Schaden genommen. Irgendwo ging hier nämlich eine richtig, richtig fiese Spalte. Nämlich runter. Ich muss nur gucken, wo. Das finden wir schon. Ich bin guter Dinge. Nope. Alter Schwede, hier geht's ab. Okay, vielleicht da. Nope. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh, leckt mich doch am Arsch. Genau über mir ist er. Ey, die Gegend ist doch so Arsch. So. Das schaut doch ganz gut aus. Düdli-du, ich bin da mal weg. Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Hier sind wir richtig, Leute. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Yep. Hier sind wir definitiv richtig. So. Und... Finde ich nett, dass du mir helfen willst. Dann mach den Sea Dragon da weg. So. Boah. Ich bin weg. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Wir sind genau da, wo wir hin wollten. Leck mich, du Arsch. Du kannst doch jetzt hier nicht reingreifen, oder? Nee, kannst du nicht. Gut. Boah, Leute. Was für eine Action. Aber weiter geht's beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video. Schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.